Ich will mich aufmachen zu meinem Vater. Das ist der Satz, den der sogenannte verlorene Sohn im Gleichnis spricht, als er am Tiefpunkt seines Lebens angelangt ist, als er hungernd am Schweinetrog sitzt, fern der Heimat, und sich ganz schwach erinnert, dass dieser Vater, der ihm noch zu Lebzeiten das Erbe ausbezahlt hat, der ihm so viel geschenkt hat, ihm nachgeschaut hat, als er stolz und geblendet, voll seiner eigenen Pläne, dem Vater den Rücken gekehrt hat und weggegangen ist vom Vaterhaus. Dieser liebende, nicht verurteilende Blick des Vaters in seinem Rücken damals hat ihm in dieser Not bei den Schweinen die Kraft gegeben, umzukehren und eben zu sagen, ich will mich aufmachen zum Haus meines Vaters. Das kann sich bei jedem Menschen auch so wiederfinden lassen. Auch wir Menschen haben dann oft in schweren Stunden die Erkenntnis, dass wir eigentlich von den Gaben, die uns gegeben wurden, manches nicht gut genutzt haben, dass wir egoistisch waren, dass wir diese Gaben missbraucht haben und dass es da eigentlich den Geber der Gaben gibt, den wir gar nicht richtig gekannt haben. Das ist der Beginn auch dessen, was man Reue nennt. Der Mensch, das Bedürfnis, zu jenem Geber, zu jenem Vater zurückzukehren, der Barmherzigkeit ist und der ihm vergeben kann, um dann diesen Vater tiefer kennenzulernen und ein neues, gutes Leben zu beginnen. Jesus hat uns dieses Gleichnis geschenkt vom verlorenen Sohn oder vielmehr vom barmherzigen Vater. Und es ist nicht nur ein Gleichnis. Jesus Christus hat etwas geschaffen, einen Ort, einen ganz konkreten Ort, grundsätzlich für jeden Menschen zugänglich, wo dieses in die Arme des Vaters zurückkehren praktiziert werden kann. Es ist der Beichtstuhl, der Beichtort, das Sakrament der Versöhnung, das Sakrament der heiligen Beichte. Der Mensch, der vorher sich gesagt hat, ja, ich will mich aufmachen zu meinem Vater, darf seine Sünden bekennen, er darf niederknien, er darf diese Schuld aussprechen, er darf sich als Sünder bezeichnen. Gott hört diesen Menschen, hört das, was er sagt. Und der Priester als ein Werkzeug Gottes darf in der Person Jesu Christi dann zu einem solchen Menschen lossprechen. Im Namen Gottes, in der Kraft Gottes, in seiner Gnade. Jesus Christus hat ja am Ostertag, am Abend, dieses Sakrament eingesetzt, seinen Jüngern gegenüber, wem ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen. Da fließt diese reinigende, erlösende Gnade dann über diesen Menschen, der den barmherzigen Vater gesucht hat und ihn finden möchte. So wie der verlorene Sohn dann über seine Lumpen ein wunderbares Kleid bekommen hat, so wird einem solchen Menschen, einer solchen Seele, dieses wunderbare Kleid der heiligmachenden Gnade, das an der Taufe bekommen hat, erneuert.
Und Gott möchte Festmahl halten. Ein solcher Mensch darf dann auch wieder in die heilige Messe gehen und Jesus Christus in der heiligen Kommunion empfangen. Beides braucht es, um Gott kennenzulernen. Den verlorenen Sohn, der die Gaben Gottes verschwendet hat, aber auch der Sohn, der zurückgeblieben ist, hat in seiner ganzen Tiefe den Vater noch nicht erkannt, obwohl er immer im Vaterhaus gelebt hat. So gibt es für beide Arten von Menschen, die schon lange in der Kirche sind, sie dürfen immer noch Gott tiefer kennen als auch jene, die noch draußen in Anführungszeichen sind. Sie dürfen hereinkommen und diesen Vater entdecken.